Wir sind Horst und Hans. Und das ist Neighborhood Barbecue. Das ist für alle, die mehr wollen als nur eine Bratwurst auflegen. Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Neighborhood Barbecue. Wir haben uns heute mal überlegt, wir werden mal einen schwedischen Hackbraten, einen Hackdillbraten vorbereiten. Dazu brauchen wir folgende Zutaten. Hier haben wir 500 Gramm Hackfleisch, halb und halb. Wir brauchen zwei gekochte Eier. Wir brauchen einen Dillbund. Wir brauchen gehackte rote Zwiebeln. Und hier haben wir eingeweichtes Toastbrot. Man kann aber auch ein altes Brötchen nehmen. Ja, und der Rest ist nur ausgefallen. Hans, was machst du weiter? Ja, wir haben hier noch Sardellenpaste, ein bisschen Meerrettich, eine Zitrone, einen Apfel, ein bisschen Ketchup. Dann haben wir hier eine Muskatreibe mit einer Muskatnuss innen drin. Das macht Salz, keinen Sinn. Pfeffer und Paprika und dann noch zwei Scheiben Käse und vier Scheiben Bacon. Und eins der Eier ist roh, wollte ich nur noch mal dazu bemerken. Sorry. So ist er, der muss mich immer verbessern. Wir kommen zum ersten Schritt. Es geht jetzt darum, das Hack zu vermengen. Dafür haben wir hier die Zwiebeln. Zwei rote waren das, fein gehackt. Dann haben wir hier Toastbrot eingeweicht. Oh Mann. So, dann nehmen wir zwei Scheiben. Das reicht. Wir haben zwar mehr, aber ich denke, zwei ist völlig genügend. Dann das rohe Ei. Und dann kommt da noch drüber ein bisschen Salz. Das machen wir hier mal ganz nach Gefühl. Wir schmecken das gleich auch noch ab, trotz des rohen Eis. Ein bisschen Paprika. So. Und noch ein bisschen schwarzer Pfeffer. Und zu guter Schluss ein bisschen Muskatnuss. Nicht zu viel. So. Und jetzt alles vermengen. Oh ja, das klingt gut. Das werde ich jetzt so gute 5 Minuten machen, dass überall am Hack was dran ist. Und dann zeigen wir euch das Endergebnis. So sieht die fertige Masse jetzt aus, nach 5 Minuten Kneten. Was wir jetzt machen, ist aus diesem Hack einen richtig schönen Leib formen. Ja, wie ihr seht, ein richtig schöner Football ist es geworden. So ungefähr solltet ihr euch den Leib zurechtformen. Und jetzt geht es bei uns weiter mit der schönen Füllung dafür. In der Zwischenzeit, wie ich den Leib geformt habe, war ich nicht ganz untätig. Ich habe in der Zeit den Dill schon mal klein geschnitten, klein gehackt. Dazu das gekochte Ei. Auch ebenfalls klein gehackt, das tun wir jetzt einfach mit dazu. So, das wird ja nachher die Füllung. Und jetzt kommt der besondere Clou, typisch schwedisch. Jetzt kommt die Sardellenpaste, die ich natürlich schon aufgeschraubt habe. Und da sparen wir nicht mit. Hauen wir ordentlich rein. Und das schmecken wir gleich mal ab. Und dann sehen wir. So, das Ganze wird jetzt ein bisschen verrührt. Hier auch ein bisschen länger rühren, damit das sich auch wirklich alles verteilen kann. So sieht die Masse jetzt fertig aus. Jetzt fangen wir an, den Leib zu befüllen. Um den Leib zu füllen, schneiden wir ihn jetzt längs ein bisschen auf. Nicht zu tief, ungefähr bis zur Hälfte. So, drücken ihn ein bisschen nach rechts und nach links. Ja, ein bisschen davon noch. So, jetzt kommt einfach nur die Füllung rein, die wir eben fertig gemacht haben. Jetzt riecht auch schon nicht schlecht. Das ziehen wir jetzt ein bisschen glatt. Die Füllung haben wir jetzt glatt gestrichen. Jetzt im nächsten Schritt legen wir diesen Bacon einfach oben drüber und verschließen praktisch die Füllung.
wieder genauso hin. Und hier oben drauf tun wir einfach unsere beiden Scheiben Käse. Oh, mach mal was schick, wa, Hans? Oh, Mensch, ein bisschen Deko. So, Freunde, so sieht er jetzt aus. Jetzt heizen wir den Grill vor. Wir lassen ihn noch einen Moment hier auf Zimmertemperatur alles ankommen. War der doch schon, Mensch, Horst. Wir heizen den Grill auf und dann sehen wir uns nachher am Grill. Der Grill ist jetzt vorgeheizt auf ca. 160 Grad. Wir machen jetzt auf. So. Und jetzt stellen wir unseren guten Braten, den wir aus der Konsistform herausgeholt haben, auf ein Rost gestellt haben. In der Konsistform ist Wasser. Das sorgt dafür, dass es nicht trocken wird. Und man kann natürlich, wenn das ganze Fett da reintropft, alles auch viel besser wieder sauber machen. Und jetzt geht der Deckel erstmal zu. Und dann sehen wir uns wieder. Während unser schwedischer Hackbraten draußen auf dem Grill schon mal warm wird und schön brutzelt, kümmern wir uns jetzt um eine schöne Soße dazu. Dafür haben wir hier einen Apfel. Ich habe die Haut entfernt, wie man sieht. Der wird jetzt erstmal ein bisschen geraspelt. Schön von allen Seiten. Aua, da war der Finger weit. So. Das packen wir jetzt hier in eine Schale. So. Dann kommen da so zwei gute Teelöffel Meerrettich zu. Ein bisschen da oben. Dann ein bisschen handelsüblicher Tomatenketchup. Hans! So, und natürlich der Saft von einer halben Zitrone. So, und jetzt wird das Ganze schön durchgemengt. So. Es sieht ein bisschen, aber es riecht gut. Ich werde das Ganze mal probieren. Warte, ich filme dich, Hans. Jetzt achtet auf die Gesichtsnerven. Das ist tatsächlich richtig, Alter, richtig geil. Also schwedisch. Das ist schwedisch, doch der Meerrettich kommt richtig gut durch. Okay. Schönes Ding. Eine Stunde und 30 Minuten sind jetzt rum. Wir haben bei einer Stunde die Temperatur auf 200 Grad erhöht, damit er ein bisschen brauner und krosser wird. Und jetzt gucken wir mal rein. Boah, sieht der gut aus. Ja. Ah, schön. Ja, wir holen das gute Stück runter und dann sehen wir uns drin zum Anschnitt wieder. Und jetzt machen wir den Anschnitt, den klassischen Mittelschnitt. Wir gucken mal. Also saftig ist es, man hört es schmatzen. Oh ja. Jawohl. Es ist angerichtet. Neighborhood Barbecue wünscht euch einen guten Appetit. Kommen wir zum Resümee. Also, ich fange an, oder? Auf jeden Fall. Okay. So, wir haben heute Abend ja einen schönen schwedischen Hackbraten gemacht. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wir müssen uns an die anderen Geschmäcker der Nationen gewöhnen. Es war gewöhnungsbedürftig, aber nicht schlecht. Die Füllung kam super durch. Das Hackfleisch ist normal wie bei uns auch. Der Bacon war gut, der Käse war gut. Aber wie gesagt, mit der Sardellenpaste, man muss sich dran gewöhnen. Es ist was anderes als das, was wir kennen. Als Verbesserungsforscher, ich würde nächstes Mal die Sardellenpaste mehr ins Hack mischen als in die Füllung. Und dann würde das Ganze etwas abgerundet werden. Die Soße dazu mit dem Apfel und so war bombi. Mehr kann ich sagen, es ist absolut klasse gewesen. Hans. Ich sehe das genauso wie Horst. Ihr solltet vielleicht wirklich diesen Verbesserungsvorschlag wahrnehmen. Die Sardellenpaste so als Füllung mit dem Ei, das war geil, aber es hätte gesamt in das ganze Hack mit reingemusst. Nur auf diesem kleinen Dreieck, was es am Ende war, dieser Einschnitt, das war ein bisschen doll. Wenn sich das alles ein bisschen mehr verteilt, würde ich sagen, viel, viel besser. Und klar, die Schweden, die sind eben nicht für ihren guten Geschmack bekannt. Hey, das kannst du wirklich sagen.
Die essen wirklich anders. Das muss man wissen. Aber der Meerrettich hat richtig Bums gehabt, kam richtig gut durch in der Soße nachher. Alles in allem eine super runde Sache. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt uns bitte einen Daumen nach oben. Oder besser noch, ihr abonniert unseren Kanal. Aber wir freuen uns auch über einen freundlichen Kommentar.